Einen wunderschönen. Hier ist Krone SK und ich heiße euch, schon wieder einen Tag zu spät, herzlich willkommen zum fünften Teil von drei wahre Gruselgeschichten von euch. Da ihr mir so viele interessante Erlebnisse von euch geschickt habt und ich diese immer wieder gern hier präsentiere, werden wir auch heute wieder drei Erlebnisse erfahren, die einem einen kalten Schauer über den Rücken jagen. Und das erste Erlebnis stammt wieder von Daniel. Ich sagte ja schon, er wird in diesem Format noch einige Male auftauchen. Ich bin von meiner Ex eines Nachts nach Hause gefahren. Am Straßenrand stand ein Mann, mitten in der Nacht an der Landstraße. Ich sehe diese Person heute noch. Etwas älter und eine dunkelbraune Jacke. Ich dachte mir im ersten Moment nichts dabei, bis ich genau diese Person ein paar hundert Meter weiter wieder sah. Ich bin mit locker 100 km/h gefahren. Da fuhr mir ein Schreck durch die Knochen. Aber das sollte es an diesem Abend noch nicht gewesen sein. Total verängstigt kam ich zu Hause an und machte meine Autotür auf. In diesem Moment grinste mich eine weiße Fratze durch den Türschlitz an. Vor Schreck machte ich die Tür wieder zu, atmete durch und ohne zu gucken riss ich sie auf und entfloh dem Auto. Ich schmiss die Tür zu und ging schnell ins Haus. Zum Glück auf einem abgeschlossenen Hof, denn ich schloss den Wagen nicht ab. Ich habe einen Tag lang das Auto nicht betreten. Ich glaube, ich habe mit einem kalten Schauer nicht zu viel versprochen, oder? Das gehört bisher zu den gruseligsten Sachen, die mir geschickt wurden. Das zweite Erlebnis am heutigen Tage hat mir XXXXLOR28, den Namen habe ich jetzt auf jeden Fall richtig ausgesprochen, ganz sicher, geschickt. Um es nochmal in reinen Buchstaben zu sagen, es wurde mir von XXKLSOR28 geschickt. Meine kleine Tochter rief mich an einem Abend, weil sie nicht schlafen konnte. Sie sagte zu mir, dass auf dem Schrank ein Mann mit schwarzem Umhang sitzen würde. Ich sah natürlich nichts da sitzen. Als ich es geschafft hatte, dass sie eingeschlafen war, stand ich auf, musste mir den Weg aber mit einer kleinen Taschenlampe erleuchten. Ich richtete das Licht auf den Schrank und da sah ich ihn auch ganz kurz, eher so aus dem Augenwinkel. Ich hatte zwar furchtbare Angst, blieb aber den ganzen Abend bzw. die ganze Nacht bei meiner Tochter. Also ich finde es wirklich gut, dass du bei deiner Tochter geblieben bist. Und verdammt, das klingt echt gruselig. Das letzte Erlebnis für heute hat mir Best of geschickt. Ich entschuldige mich übrigens hiermit bei dir, dass dein Erlebnis erst jetzt drankommt. Irgendwie war mir deine Nachricht entgangen und das tut mir wirklich leid. Das soll auf jeden Fall nicht nochmal vorkommen. Ich fahre berufsmäßig nachts. Ich tue dies wirklich gern, aber eines hasse ich. Nämlich meinen letzten Stopp. Es ist ein alter Block mitten im Wald. Die Fenster sind alle zugehangen mit alten Gardinen und Zeitungen. Gegenüber, direkt hinter meinem Fahrzeug, beginnt der Wald. Ich muss ca. 10 Meter laufen, um meine Ware abzulegen. Und es ist der Horror. Trotz Taschenlampe und Pfefferspray beschleicht mich jedes Mal ein ungutes Gefühl. Ich fühle mich bedroht und beobachtet. Es ist nur bei diesem Halt. Ich würde am liebsten nicht mehr dorthin, aber ich muss. Ich bekomme feuchte Hände, wenn ich nur weiß, dass ich dorthin muss. Er hat mir auch ein Bild von diesem Block geschickt. Und man merkt schon über das Bild, dass es dort sehr unheimlich zu sein scheint. Es sieht verdammt gruselig aus und ich kann gut verstehen, dass du da nicht hin willst. Und das waren wieder drei wahre Gruselgeschichten, die ihr mir zugeschickt habt. Und ich muss sagen, je mehr ich davon lese, desto spannender finde ich es. Man hat ja oftmals das Problem, wenn man etwas Übernatürliches bzw. Paranormales erlebt hat, dass man sich nicht traut, es irgendwo auszusprechen, weil die Leute zumeist mit Ablehnung oder Spott reagieren. Aber ganz ehrlich, lasst euch nicht unterkriegen. Lasst euch bei sowas nicht erzählen, dass ihr spinnen würdet oder euch etwas eingebildet hättet. Die Leute, die sowas auf Teufel komm raus ablehnen und totreden wollen, haben meiner Erfahrung nach einfach nur Angst. Angst vor Dingen, die sie selbst nicht verstehen können. Und in diesem Sinne, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Woche, was auch immer, euer Krone SK, bis zum nächsten Mal.